Ja, dann herzlich willkommen zurück, lieber Herr Dr. Dr. Rainer Ziedelmann hier auf unserem Kanal. Und im letzten Video, da ging es ja richtig ab. Wir haben einige Zeit gesprochen, da sind sehr viele Zuschauerfragen leider untergegangen. Und deswegen toll, dass Sie heute nochmal mit dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie waren schon fleißig trainieren heute. Nee, heute war ich noch nicht trainieren und ich war aber jetzt 7 Tage hintereinander, dann mache ich auch immer mal einen Tag Pause, ja, zumal ich habe nachher noch so, ja, das ist ganz lustig, mache ich seit einigen Monaten Englisch-Nachhilfeunterricht und zwar für, das heißt so Accent Removal, ist relativ teuer, kostet mich 200 Euro die Stunde, ja, aber da geht es eine Spezialistin, die nur versucht, meinen deutschen Akzent im Englischen zu reduzieren. Ja. Okay, ist bestimmt gar nicht so einfach, oder? Nö, das dauert schon eine Weile, ja. Ja. Wir machen dann Gespräche, weil ich führe ja sehr viele Interviews in Englisch, ja, und ich spreche auch ganz gut Englisch, aber man hört doch logischerweise den deutschen Akzent. Vielleicht geht er auch nie ganz weg, aber ich habe dann doch eine Reihe Wörter gelernt, die ich einfach falsch ausgesprochen habe bisher. Ja. Okay. Und die ist eine Top-Spezialistin, die hat sogar ein Buch dazu geschrieben. Okay, aber ist das wirklich im Alltag denn bei solchen Interviews wirklich notwendig oder ist es eher eine Sache, wo Sie sagen, dass das kommt aus Ihnen her selbst heraus, dass Sie das optimieren möchten? Weil das kommt aus mir selbst raus, weil ich bin der Meinung, das geht, viele sagen, ja, ist doch sympathisch, so ein Akzent. Also Akzent heißt eigentlich oft nichts anderes, als dass Sie Worte definitiv falsch aussprechen. Darum geht es. Ja. Ja. Das verstehen viele Menschen nicht. Und da hat mich doch keiner kritisiert. Im Gegenteil, die Leute sagen immer, sie sprechen so toll Englisch. Aber ich versuche halt immer noch, mich zu verbessern, sozusagen. Ja, das wäre ja wie wenn wir jetzt sprechen würden und dann, was weiß ich, ich würde jetzt so sagen, Watten Icke oder Watte oder so. Ja, das würde ich auch verstehen. Aber da würden sie schon ein bisschen, was ist mit dem los? Ja. Ja, kommt der Berliner ein bisschen durch, ja. Ja, wobei, das habe ich mir noch nie angewöhnt. Bei mir hört man ja nur das Hessische. Und wenn das mal mit dem Englischen so ist, dass man meinen deutschen Akzent nur noch so stark hört, wie man jetzt meinen hessischen Akzent hört, dann bin ich zufrieden da. Wobei ich ja auch sagen muss, im Englischen, es gibt ja auch sehr häufig die britische und die US-amerikanische Aussprache. Ich habe das auch immer wieder so Angriffspunkte bei meinen Videos, weil ich irgendwie News sage und dann machen sich die Leute lustig und sagen, ey, das heißt doch nicht News, sondern News. Und dann verweise ich immer auf Cambridge und sage, ja, es gibt halt unterschiedliche Aussprachen. Aber klar, also im extremen deutschen Akzent, da gibt es ja auch die Lothar Matthäus-Videos. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wie der Englisch redet. Das ist schon echt ein bisschen lustig, muss man sagen. Ja. Aber was anderes, was ich gelesen habe, was leider nicht so lustig ist und was ich jetzt gerade hier gelesen habe von Ihnen, ist nämlich gerade online gegangen und zwar auf Wall Street Online. Gewaltfantasien eines Juso-Funktionärs sind keine Ausnahme. Ja, da, also ich kriege ja nicht immer alles mit, was in der ganzen politischen Landschaft und Bühne in Deutschland so passiert, aber Sie sind ja wirklich up-to-date, auch auf Ihrer Facebook-Seite teilen Sie ja wirklich fast im Minutentakt, habe ich manchmal den Eindruck, die unterschiedlichsten Fernsehbeiträge und andere Sachen. Vielleicht können Sie mal erklären, was hat es denn hier damit auf sich? Was ist da schon wieder passiert? Ja, das ist gestern und vorgestern passiert. Da hat ein Mitglied und auch Funktionär der SPD-Jugendorganisation Jusos in Berlin, der hatte getwittert, dass er also klammheimische Freude empfinden würde, wenn er mal hören würde, dass Jeff Bezos von Amazon, dass der jetzt beim Sprengstoffanschlag umkommen würde und hat dann auch in so kryptischer Form noch geschrieben vom seine Fantasien vom Erschießen von Vermietern, ja, und vom Erschießen auch von Jungliberalen, also Mitglieder der FDP-Jugendorganisation, ja. Okay. Und da war da natürlich schon zu Recht auch eine Empörung da. Zum Glück wurde es diesmal von einigen Medien aufgegriffen, also die Welt und die Bild-Zeitung und der Tagesspiegel hier in Berlin haben berichtet. Aber im Fernsehen habe ich natürlich nichts gehört, ja. Und ich habe mich da ein bisschen geärgert, der Chefredakteur der Welt, der Herr Poschardt, dessen Beiträge ich sonst eigentlich oft schätze,
der hat dann getwittert, ja, er wollte schon einen Kommentar schreiben dazu, aber der junge Mann hätte sich ja inzwischen entschuldigt und als Jugendlicher könnte man ja auch sich irren. Ja? Mhm. Und da habe ich nur so ein Gedankenexperiment gemacht. Was wäre, wenn jetzt, nehmen wir mal an, irgendein Mitglied der Jungen Union oder von der Jugendorganisation meiner Partei, der Jungen Liberalen, wenn der jetzt irgendwo getwittert hätte, er würde klammheimische Freude empfinden, wenn, sagen wir mal, der Grünen-Chef Habeck beim Sprengstoffanschlag ums Leben kommen würde oder wenn der irgendwas twittern würde von als Asylanten erschießen oder so, ja. Und dann würde er hinterher sagen, naja, sorry, war nicht so gemeint, ich entschuldige mich dafür. Da wird doch keiner so schnell drüber weggehen, ja. Also das ist, was mich aufregt, dass da immer wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, ja. Und vor allen Dingen, es ist auch kein Einzelfall. Also im letzten Jahr, da hatten die Jusos so ein Poster, so ein Plakat, da haben sie eine junge Frau mit einem Baseballschläger gezeigt. Die sollte sich also auf diese Weise mit Nationalisten auseinandersetzen. Also auch ein Gewaltaufruf. Ja. Und das ist das, was mich so nervt in Deutschland, dass einfach wir zum Glück sensibel sind, wenn es um rechte Gewalt geht und da auch die Empörung groß ist. Aber bei linker Gewalt, ja, also da hat auch niemand von der, also die Vorsitzende der Jusos oder von der SPD hat sich da niemand irgendwo bemüßigt gefühlt, das zu kommentieren. Ja, war halt ein Fehltritt, kann mal passieren, dass da einer sagt, er würde Freude empfinden, wenn Chef Bezos ermordet wird. Ja, und dieser Begriff muss man auch dazu wissen, klammheimische Freude, das war in den 70er Jahren, da gab es ja die RAF, die verschiedene Banker zum Beispiel von der Deutschen Bank, Dresdner Bank oder den Schleier vom Arbeitgeberverband umgebracht hat. Und damals hatte auch so ein Student dann was geschrieben, er würde klammheimische Freude dabei empfinden. Und diesen Begriff hat der Juso jetzt extra übernommen. Und ja, das habe ich halt heute kommentiert. Wer sich mehr für interessiert, kann den Artikel dann dazu lesen und weiter teilen. Ja, okay, also ich muss dazu natürlich noch sagen, ich habe jetzt auch noch geschaut, dass dieser gewisse Herr heißt ja Bengt Rüstermeier, ja, und also da mag natürlich Juso so jugendlich klingen, wie man mag, aber der Herr ist ja nun 21 Jahre alt, wenn ich das richtig vernehme, und da ist vorbei mit Jugend, ja, wenn man 21 Jahre alt ist, dann ist man ein erwachsener Mann, also deswegen lieber Bengt Rüstermeier mal ein bisschen überlegen, was man in Zukunft sagt, aber immerhin ist er zurückgetreten, ja. Das ist ja schon mal ein. Ja, aber gut, er muss ja zurücktreten. Was ich meine, wenn einer in seiner Jugend so Sachen sagt, war ja bei mir auch so, ich war auch linksextrem. Sowas habe ich zwar nicht gesagt, aber ich war auch linksextrem, ja. So. Und dann ändert er im Laufe von 10 Jahren seine Meinung, ja. Da mache ich doch keinen Vorwurf draus. Und zwar egal, ob er früher ganz rechts war oder ganz links, ja. Ja. Aber jetzt nach einem Tag zu sagen, ach, der hat sich entschuldigt und damit ist alles okay, ja. Das finde ich doch ein bisschen eine kurze Zeitspanne für die Läuterung. Also wenn da einer über Jahre seine Meinung ändert und da glaubwürdig das kann man keinem Menschen vorwerfen. Jeder hat ein Recht auf Irrtum, natürlich, und auch auf Irrtum, wenn er jung ist. Ja. Aber ich finde so, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Wenn einer, sagen wir mal, vor 10 Jahren mal in einer rechtsextremen Vereinigung war, dann macht man ihm auch nach 10 oder 20 Jahren noch einen Vorwurf draus. Mhm. Und wenn der gestern geschrieben hat, man soll, er wird sich freuen, wenn Reiche umgebracht werden, dann sagt man ja, naja, das ist eine Jugendsünde und das ist ja ein junger Mann und der hat ja das Recht auf Irrtum. Das ist es, was mich so stört, wenn er mit zweierlei Maß gemessen wird. Übrigens ist der Jurastudent, also hoffen wir, dass später, wenn er mal Richter werden sollte, ja, dass er bis dahin dann seine Meinung geändert hat. Ja, ja, obwohl da gab es doch auch neulich sogar so einen ziemlichen Skandal, weil irgendwie eine Richterin jetzt irgendwie nominiert wurde, die selber irgendwie eine ziemlich linksaggressive Vergangenheit irgendwie hatte. Aber ich habe das auch nur am Rande mitverfolgt. Ja, nicht nur Vergangenheit. Das ist eine Mitglied der Linkspartei. Und zwar innerhalb der Linkspartei gibt es nochmal eine besondere linke Fraktion. Die nennen sich Antikapitalisten. Ja? Und die hat zum Beispiel zu den Toten an der Mauer, hat sie gesagt, ja, es gab ja auf beiden Seiten Tote. Ja.
Also damit meinen sie, dass ja auch mal ein Grenzschützer erschossen wurde. Also damit hat sie das irgendwo, sie hat auch die Mauer an sich gerechtfertigt, ja. Und die war früher schon, ich glaube, seit 1971 oder so in der SED und ist jetzt bei der Linkspartei und ist jetzt inzwischen Verfassungsrichterin tatsächlich. Also die beurteilt dann im Landesverfassungsgericht, ich glaube, es war in Thüringen, ja, ob irgendwelche Gesetze in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz stehen. Das ist schon nochmal ein Hammer. Ja. Okay. Naja, schauen wir mal. Hoffen wir, dass das nicht so nicht wieder passiert. Aber ich muss auch sagen, irgendwelche Guillotinen irgendwie aufzustellen vor dem Haus von Jeff Bezos oder von irgendwelchen anderen Leuten. Also ich würde das immer im persönlichen Fall, wenn es halt so unter die Gürtellinie geht, also der Jeff Bezos, der mag da drüber stehen und auch das vielleicht gar nicht kommentieren. Ich persönlich, ich würde da mit aller Macht des Gesetzes, die mir zur Verfügung steht und mit allen Mitteln dagegen vorgehen und die jeweiligen Leute, die sowas bei mir machen, einfach verfolgen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, weil ich finde einfach immer, es muss eine Message kommen, ja, dass sowas einfach nicht geht, ja, und dass man einfach mit Gewaltandrohungen und mit solchen Sachen, dass man das ist keine irgendwie Bagatell, irgendwie Beleidigung irgendwie im Internet oder so, wo man eben mal drüber steht und so. Man muss sich ja sowieso als Person in der Öffentlichkeit so einiges immer gefallen lassen, was ja auch okay ist. Ich meine, Herr Zitelmann, Sie und ich, wir sind ja auch nicht unbedingt selber, dass wir nie irgendwie austeilen. Also wir haben ja auch unsere eigenen Spitzen, die wir ab und zu mal austeilen oder machen uns mal über etwas lustig oder so. Da muss man natürlich auch mit entsprechenden Antworten rechnen. Aber sowas in dem Stil, das geht dann einfach nicht und das wird dann eben auch im Zweifel genauso nachverfolgt. Aber lassen wir uns ein bisschen mal auf ein paar positivere Sachen und ein paar Fragen hier konzentrieren, die hier gekommen sind. Ich habe hier ziemlich viel von Instagram und Facebook gesammelt, ja. Und da gibt es natürlich auch zum Thema Immobilien immer wieder viel Spannendes. Der eine hat zum Beispiel hier auf Facebook gefragt, wie sieht Herr Dr. Zitelmann die Immobilienpreise, Mieten und Rentensicherheit im demografischen Wandel? Also die Babyboomer-Generation gehen in Rente, die Durchschnittsfrau bekommt immer weniger Kinder und Migration ist meist nur im Niedriglohnsektor. Das war jetzt der Kommentar von dem Herrn. Ja. Wie wirkt sich das potenziell auf Immobilienpreise aus? Also da kann ich erstmal ein ganz tolles Buch empfehlen. Es ist nicht von mir, sondern das ist von einem Professor, mit dem ich aber auch befreundet bin, Tobias Just. Ich glaube, der Titel heißt auch so Demografie und Immobilien. Ja. Mhm. Und der hat, ich glaube, das war sogar seine Habilitationsschrift, ist also ein wissenschaftliches Buch, aber trotzdem gut verständlich. Der hat das im Einzelnen analysiert, ja. Da muss man dann auch genau unterscheiden, jetzt nach Wohnimmobilien, Büroimmobilien, Shoppingimmobilien, Logistikimmobilien. Ja. Das ist also auch nach Assetklassen zu unterscheiden. Es ist so, dass man einerseits demografische Entwicklungen sehr, sehr gut vorhersagen kann, nämlich insofern es jetzt, sagen wir, die Reproduktionsraten betrifft, weil man weiß, wie viel jetzt Kinder geboren werden und kann dann vorausberechnen, wie sich es weiterentwickeln wird. Aber natürlich der große Faktor X ist die Zuwanderung. Ja? Da muss man auch dazu sagen, dass die negativen demografischen Prognosen, die es jetzt zum Beispiel vor 10 Jahren gab, ja, dass die im Grunde alle nicht eingetreten sind in der Art, weil wir halt millionenfache Zuwanderung hatten. Und das stimmt, diese Zuwanderung, die ist ja oft auch in die Sozialsysteme oder im Niedriglohnbereich. Trotzdem ist natürlich so, dass am Ende jeder Zuwanderer auch irgendwann als Nachfrager am Wohnungsmarkt auftritt. Ja. Insofern ist es nicht so einfach zu entscheiden, aber es ist schon ein Punkt. An sich gehört Deutschland ja, wenn man mal diese Zuwanderung der letzten Jahre beiseite nimmt, schon zu den Ländern mit der negativsten Demografie auf der ganzen Welt. Und wenn man jetzt in Immobilien investiert, das ist auch einer der Gründe, warum ich relativ stark in den USA in Immobilien investiert bin, weil die USA ist halt ganz anders. Da hat man halt eine positive Demografie. Ja? Da hat man erstens hat man auch geringere Geburtenraten als früher, aber doch immer noch deutlich höher als in Deutschland. Und dann hat man eine Zuwanderung. Und die Zuwanderung, die ist natürlich,
viel qualifizierter in Amerika. Ja, da kommen zum Beispiel, sind jedes Jahr ein paar hunderttausend Asiaten dazugekommen, die in der Regel also sehr fleißig sind, die auch in der Einkommensskala ganz oben stehen in Amerika. Also da gibt es so eine Pyramide, schwarze Latinos, weiße Asiaten, ja, auch an den Hochschulen sind die sehr stark präsentiert. Das heißt, das ist eine Zuwanderung, die kann man nicht mit der in Deutschland vergleichen. Und das ist also tatsächlich dann eines der Argumente für mich, was zum Beispiel eher für Immobilieninvestitionen dann in den USA spricht. Okay, jetzt gibt es auch eine andere Frage und zwar noch zu dem Immobilienfaktor und ab wann das wieder interessant sein könnte, in Immobilien zu investieren. Und dazu möchte ich noch eine eigene Frage so mit da hinzugeben. Wir haben ja im Aktienbereich, haben wir ja das KGV und das Kursgewinn-Wachstumsverhältnis und ganz viele unterschiedliche Kennzahlen auch und die gibt es natürlich entsprechend auch im Immobiliensektor auch. Aber jetzt gibt es ja auch noch den Umstand, dass der Berliner oder auch der deutsche Wohnungsmarkt die Tendenz hat, mehr und mehr reguliert zu werden oder auch schon ist, siehe Mietendeckel und andere Gesetze. Ich habe neulich gelesen, dass ich glaube, es war irgendwo im Norddeutschland, dass dort irgendwie neue Einfamilienhäuser einfach nicht mehr gebaut werden dürfen. Ich glaube, nördlich von Hamburg irgendwo. Deswegen meine Frage an Sie auch zusätzlich zu diesem Faktor. Ist es denn überhaupt noch in Deutschland jetzt interessant, in Immobilien zu investieren, selbst wenn jetzt zum Beispiel Immobilienpreise senken würden und es interessant ist aus einer wirtschaftlichen Sicht, was jetzt die Sicherheit angeht in Form von Rechtssicherheit, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe zwar einen günstigen Preis, bin mir aber unsicher, was da in Zukunft noch für Regulierungen kommt oder wie sind da so Ihre Gedanken? Also viele gute Fragen auf einmal. Vielleicht fangen wir auch mal an für die, die jetzt nicht so Immobilienexperten sind oder die da die Terminologie nicht so drauf haben. Also das, was das KGV ist bei einer Aktie, also das Kursgewinnverhältnis, das gleiche gibt es auch bei Immobilien. Das nennt sich da der Multiplikator. Also Beispiel, wenn ich sage, ein Immobilienprofi sagt, ich habe diese Immobilie zum 20-fachen gekauft, dann meint er zum 20-fachen der Jahresnetto-Kaltmiete. Ja? Also wenn die Jahresnetto-Kaltmiete dann 100.000 ist, dann meint er hat für 2 Millionen dann gekauft beim 20-fachen. Ja? Was dann im Umkehrschluss praktisch 5% Mietanfangsrendite, Bruttorendite bedeutet. Ja? Also Faktor 10 wäre 10%, Faktor 20 wäre 5% und Faktor 33 wäre 3%. Ja? Das ist also das, was mit dem Faktor gemeint ist. Ja? Und die Faktoren, die sind jetzt in den letzten Jahren sehr stark gestiegen oder anders ausgedrückt, die Renditen sehr stark gesunken. Also als Beispiel, das letzte Haus, was ich verkauft habe, das hatte ich 2009 gekauft zum Faktor 11,9, also ungefähr so eine Rendite Richtung 8%, ja. Und das habe ich jetzt dann verkauft zum Faktor 34, also für eine Rendite von nur noch 3% wieder verkauft. Ja? Da sieht man also, wie die Faktoren gestiegen sind und die Renditen gesunken sind. Das jetzt nochmal zur Erklärung auch für denjenigen, der sich nicht so gut im Immobilienbereich auskennt. Mhm. Und jetzt war ja die Frage, was ist, wenn jetzt die Faktoren sinken, ja, das kommt jetzt natürlich erstmal darauf an, wie stark, ja, wenn, sagen wir mal, der langjährige Durchschnitt für eine Immobilie in einer guten Lage, wenn der jetzt zum Beispiel 20 war, nur mal als Beispiel, und lag dann irgendwann zwischenzeitlich bei 35, ja, und dann mag der auch sinken um 5 Jahresmieten auf 30, ja, dann sage ich, das empfinde ich immer noch als extrem teuer. Also das ist ja dasselbe wie bei Aktien, ja, wo dann auch manchmal, ja, wenn ich jetzt eine absolute Übertreibung habe, irgendeine Aktie, die total extrem gestiegen ist und dann sagt man, ja, die ist jetzt 10% zurückgegangen. Naja, wenn sie vorher 300% gestiegen ist, ja, dann ist auch so ein Rückgang von 10% nicht, heißt nicht automatisch, dass die dann günstig ist. Und so ist natürlich auch bei Immobilien. Also im Moment sehe ich so, die Immobilienpreise sind über Jahre sehr stark gestiegen. Das liegt halt dran an den niedrigen Zinsen. Das liegt dran, dass ja alle Assetpreise auch im Aktienbereich, im Anleihenbereich gestiegen sind, im Rohstoffbereich und so natürlich auch bei Immobilien.
die sind sehr stark gestiegen. Und man muss sagen, jetzt auch durch die jüngste Corona-Krise sind sie nicht so stark zurückgegangen eigentlich. Ja? Also wenn ich jetzt mal Berlin als Beispiel nehme, da ist vielleicht ist man irgendwo um ein, zwei Jahresnetto-Kaltmieten vielleicht mal vom Faktor 32 auf Faktor 30 gesunken. Ja? Aber das sind immer noch extrem hohe Bewertungen. Und ich finde die ungerechtfertigt, ja? Weil man muss ja bedenken, so eine, sagen wir mal, wenn Sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, Sie kaufen zum Faktor 33, also zum mit 3%, das ist ja nur die Bruttorendite, wenn Sie dann die Transaktionskosten dazu rechnen, also die Grunderwerbsteuer, die Maklerkosten, auf der anderen Seite die nicht umlagefähigen Nebenkosten und laufende Instandhaltung, Reparaturen einrechnen, da sind Sie vielleicht noch bei 1%. Ja? Und dann ist die Frage, ob eine 1% Verzinsung, ob das tatsächlich adäquat das Risiko von der Immobilieninvestition abbildet. Und da lautet meine Frage nein. Deswegen würde ich auf so einem Preisniveau nicht kaufen. Ja. Und dann kommt noch das Zweite dazu, was Sie zu Recht gesagt haben. Unabhängig von der Preisentwicklung haben wir ja die Tatsache, dass im Wohnimmobilienbereich in Deutschland wir immer stärkere Regulierungen haben. Und das sehe ich auch noch nicht als beendet, den Prozess. Da glaube ich, dass die haben natürlich nicht das bewirkt, was die Politik will. Klar, weil da ist keine einzige Wohnung zusätzlich entstanden durch diese Regulierung. Ja. Aber wenn die Politiker auf dem falschen Weg sind, dann sagen sie in der Regel nicht, wir waren auf dem falschen Weg, sondern sagen sie, wir müssen jetzt noch schneller auf dem Weg laufen. Ja. Und deswegen sieht man ja auch die Tendenz seit Jahren, dass dann, das fing an mit der Mietpreisbremse, dann wurde die Mietpreisbremse verschärft, dann hat man in Berlin dann die nächste Stufe, den sogenannten Mietendeckel, wo jetzt sogar die Vermieter gezwungen werden, die Mieten zu reduzieren in bestehenden Verträgen. Ja. Also das ist so eine ständige Negativentwicklung und also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe noch einige Immobilien auch aus steuerlichen Gründen, weil ich da noch in der Spekulationsfrist drin bin oder weil es einzelne Wohnungen sind. Aber ich habe schon einen großen Teil auch der Immobilien verkauft und ich würde jetzt auch keine neue kaufen in Deutschland. Das schließt nicht aus, dass jemand, was ich jetzt nicht tue, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt und der die Nadel im Heuhaufen sucht, dass der dann auch tatsächlich eine Nadel im Heuhaufen findet und dann trotzdem noch einen guten Kauf machen kann. Aber ich bin jetzt nicht so der Nadelsucher sozusagen. Ja. Ja, oder es gibt ja auch hier Kollegen von mir, die Alex und Miri Hermsdorf beispielsweise, die machen halt dann eher so Fix- und Flip-Geschichten und so in Leipzig und so. Und da wird man sicherlich noch gute Geschäfte machen können, sonst würden die das halt nicht machen. Aber sie sind ja, glaube ich, eher so der langfristige Investor, der jetzt nicht sehr aktiv irgendwie noch den ganzen Tag irgendwie auf der Baustelle und so weiter verbringen will, nehme ich mal an. Aber also, ja, absolut. Also das ist übrigens generell so, ja. Kurzfristig können Sie immer irgendwo Geld verdienen, aber das war nie meine Art. Das ist ja auch im Aktienbereich, ja, selbst wenn Sie jetzt eine total überbewertete, viel zu teure Aktie kaufen, in der Hoffnung, dass Sie morgen irgendeinen anderen finden, der sie ihnen teurer abkauft. Mhm. Natürlich kann man dann damit Geld gewinnen, man kann auch mit Geld verlieren. Ja? Ja. Das ist jetzt für mich eher so was Spielerisches sozusagen. Mhm. Hat für mich jetzt nicht unbedingt was mit Investitionen zu tun. Investitionen sehe ich halt doch immer sehr langfristig, egal in welchem Bereich sie sind. Und das ist klar, es gibt Leute, die damit viel Geld verdienen, aber das ist jetzt für mich noch kein Beweis, dass es richtig ist, weil genauso gut kannst du halt auch viel Geld mit verlieren und das ist also, wie gesagt, nie das, wo ich mich mit befasst habe. So. Ja, aber trotzdem, ich habe es auch schon gleich am Anfang wieder vernommen. Ja, das Erste, was Herr Zittelmann gesagt hat gerade war, er investiert eben auch in den USA. Und so ist es eben bei allen Investmentmöglichkeiten, stelle ich auch immer wieder fest, ob es jetzt geschäftliche Dinge sind oder ob es jetzt Investitionen sind, nicht nur nach Deutschland schauen, auch in andere Länder schauen. Man lernt dort halt auch neue Kulturen, neue Investitionsmöglichkeiten kennen und das ist halt sozusagen der Home-Buy jetzt nicht nur im Aktienbereich, sondern auch im Immobilienbereich und deswegen
halt immer international Ausschau. Ja? Jetzt können wir ja kurz, Sie haben es nämlich gerade angesprochen, die Parallele zum Aktienmarkt, machen wir mal einen kleinen Exkurs, weil sehr viele Leute haben jetzt nochmal gefragt, und ich habe auch gesehen, dass Sie bei Facebook neulich was dazu geteilt haben, wegen dieser ganzen GameStop-Geschichte und Aktie, und ob Sie da vielleicht generell mal Ihre Meinung zu sagen könnten. Sie haben das ja mitverfolgt mit diesem starken Anstieg der GameStop-Aktie durch Wall Street Bets und so weiter. Und was Sie generell auch von dem Thema Leerverkäufe halten, sollte das irgendwie stärker reguliert werden oder finden Sie, Leerverkäufe allgemein sind schon berechtigt? Also zum Thema Leerverkäufe habe ich eine ganz klare Meinung. Die haben absoluten wirtschaftlichen Sinn und da halte ich überhaupt nichts davon, die zu verbieten oder zu regulieren. Leerverkäufe sind eine absolut sinnvolle Sache an jedem Markt. Ja. Was diese kurzfristigen Geschichte jetzt mit GameStop und so weiter anlangt, ja, und den Hedgefonds auf der anderen Seite, kann ich nicht so viel zu sagen, weil das habe ich ja gerade erwähnt. Ich bin doch jemand, der sehr langfristig denkt und das sind ja Leute, die, das ist eher was Spielerisches, die auf sehr kurze Gewinne ausgerichtet sind, ja, und ich bin immer der Meinung, dass man sehr gut den Begriff Investition vom Thema Spekulation unterscheiden muss, ja, und das entspricht einfach nicht meinem Verständnis, dass ich irgendwas kaufe nur in der Erwartung, dass morgen ein anderer gibt, der es mir noch teurer abkauft. Ja. Das hat also für mich mit Investitionen nichts zu tun. Da bin ich eher doch von der Philosophie so wie der Warren Buffett, der würde sich auch an sowas nie beteiligen. Ja. Und ja, da Sie kennen ja auch vielleicht die Wette, die Warren Buffett mal abgeschlossen hat mit Hedgefondsmanagern. Ja, kenne ich. So, ja. Ja, aber die war über 10 Jahre auch bewusst, die hat er über 10 Jahre, ja, weil der Warren Buffett hätte jetzt nie mit denen gewettet, was morgen ist oder was in einer Woche, weil er da zu Recht gesagt hätte, das weiß ich genauso wenig wie ihr, ja. Er hat aber darauf gewettet, dass er sagt, in 10 Jahren bin ich mit einem ETF besser als die besten Hedgefondsmanager sind, ja, und hat die Wette dann auch tatsächlich gewonnen in 10 Jahren, ja. Und gut, wenn jetzt einer glaubt, er ist schlauer als Warren Buffett, ja, und schlauer als diese Hedgefondsmanager und kann das besser als beide, ja, dann kann er sich da auch probieren. Ja. Ich persönlich halte mich nicht für schlauer als die schlauesten Hedgefondsmanager plus Warren Buffett auf der Welt. Und da das so ist, beteilige ich mich halt an sowas nicht. Ja. Okay, gut. Also es gibt ja auch viele Leute, die tatsächlich in diesem Forum von dem langfristigen Erfolg dieses Unternehmens überzeugt sind und da so rangehen. Ich denke aber auch, dass der Großteil natürlich auch dieses Anstiegs eben auch von vielen Leuten dann auch kam, die eben mitzocken wollten. Und das ist ja auch allgemein jetzt in letzter Zeit sehr stark zu beobachten, dass halt irgendwo etwas ansteigt und dann gibt es das, was ja auch der Herr Kommer, den Sie ja kennen, als Performance Chasing beschreibt. Also ich sehe, irgendwo steigt was, also renne ich da einfach hin und will irgendwie da mitmachen. Und klar, da kann man natürlich mit Erfolg haben. Die Frage ist halt immer nur, wie lange und wer hat damit Erfolg? Weil am Ende gibt es natürlich auch immer ein paar Leute, die damit gehörig auf die Schnauze fallen. Und so ist es ja bei GameStop jetzt auch gekommen. Ich habe gerade mal geschaut, die Aktie ist ja wieder um 80% gefallen. Das heißt, viel Vermögen, was jetzt in kurzer Zeit aufgebaut wurde, ist schon wieder einfach in der Luft verpufft. Ja. Deswegen, man muss halt immer seine eigenen Lektionen draus ziehen. Aber das war auch nur ein kleiner Exkurs, denn jetzt geht es schon wieder direkt hier zurück zu Stefan. Und der hatte auch eine sehr interessante Frage, finde ich. Und zwar fragt er, wir haben uns entschlossen, eine Wohnung in Stuttgart zu kaufen und im Gegenzug dafür die monatlichen Investitionen zu senken, um schneller mit der Kreditzahlung fertig zu werden. Also bespart wird weiterhin ein All-World-ETF als Altersvorsorge. Und seine Frage ist jetzt, ist es allgemein sinnvoller, in die Rückzahlung zu investieren von der Immobilie oder soll man jetzt doch das Geld am Kapitalmarkt arbeiten lassen, da dort die Performance viel höher ist als die Kosten für die Zinsen, die er für die Immobilie zahlt? Schwierige Entscheidung, ja. Ja, aber eine gute Frage.
sagen wir mal, die ist jetzt ein bisschen komplexer zu beantworten. Ja? Okay, ich sag mal, wir haben Zeit. Wie sie üblicherweise beantwortet wird. Üblicherweise sagt jemand, ich habe hier in der ETF, zahle über 20 Jahre in den ein und setze dagegen irgendwo eine Wohnung, die ich abbezahle und wo, sagen wir mal, wenn ich das umrechne, die eingesparte Miete und so weiter, wo ich dann, nehmen wir mal an, 3% pro Jahr hätte. Ja? Und dann sagt der Schlaumeier, dass man dann mit dem ETF besser liegt. Also das ist, dass 8 besser ist als 3. Und dass, wenn man über 20 Jahre das kumuliert sieht, da muss man jetzt kein Mathematikgenie sein, um das zu erkennen. Ja? Nur ist die Rechnung meiner Meinung nach trügerisch. Ja? Und zwar, warum ist sie trügerisch? Ich sage mal, was der große Vorteil ist der Immobilie. Der große Vorteil ist, es ist eigentlich ein Zwangssparprogramm, was dich zwingt, regelmäßig Geld zu sparen. Ja? Und man weiß zum Beispiel, dass jetzt Immobilieneigentümer, dass die im Alter in Deutschland so 6 bis 7 Mal mehr Vermögen haben als Mieter. Jetzt könnte man denken, naja gut, das liegt dran, das sind die Leute, die eh mehr Geld haben. Nee, aber man hat das sogar mal für gleiche Einkommensgruppen gemacht und hat immer noch gesehen, dass dann der Eigentümer mehr Vermögen hatte als der Mieter. Und jetzt sage ich mal, woran das liegt. Das liegt dran an der monatlichen Tilgung, ja, weil die monatliche Tilgung, die müssen sie halt mit einer eisernen Disziplin, was weiß ich, dann über 20 Jahre durchführen. Ja. Mhm. Und dieselbe eiserne Disziplin, die bringt nach meiner Erfahrung praktisch fast niemand auf, jetzt für andere Sparprogramme. Natürlich, wenn ich jetzt 20 Jahre absolut diszipliniert immer einen bestimmten Betrag in ETF reingebe, egal ob es so hoch geht, so runter, immer 20 Jahre, ja, dann fahre ich damit besser. Nur wir wissen, dass es praktisch so gut wie niemand macht. Ja. Die Leute, das, und zwar, woran liegt es? Der größte Nachteil der Immobilien, nämlich die mangelnde Fungibilität, also dass sie nicht so leicht täglich verkaufen können, ist auch der größte Vorteil, ja, weil der sie schützt praktisch davor. Bei einem ETF ist halt so, das können sie von einer Sekunde auf den anderen können sie dann verkaufen. Ja? Und das machen dann halt auch viele Leute. Ja? Beispielsweise, wenn es dann extrem bergab geht, dass sie dann verkaufen. Ja? Oder manche auch, wenn es ihnen zu hoch vorkommt, dass es verkaufen. Ja? Aber dass jetzt einer ganz langfristig, Monat für Monat so ein Sparprogramm durchhält, das ist also ganz, ganz selten der Fall bei liquiden Anlagen. Und bei der Immobilie ist es aber die Regel. Ja? Wenn einer ein Haus kauft oder eine Wohnung, da wird es jetzt keinen geben, der nach einem halben Jahr sagt, ich will jetzt mal schön in den Urlaub fahren und verkaufe deswegen das Haus oder so. Oder meine Waschmaschine und mein Auto sind auf einmal kaputt gegangen und deswegen verkaufe ich einen Teil von dem Haus. Ja? Das ja, geht gar nicht. Aber bei liquiden Anlagen, da ist es halt so, dass die Leute immer wieder in Versuchung kommen. Ja, man weiß zwar, dass es gut ist, es langfristig richtig zu machen, aber so ein bisschen wie bei einer Diät. Da weiß man auch, was richtig ist, ja, aber trotzdem gibt es kaum Menschen, der 20 Jahre lang immer eine bestimmte Diät ohne Ausnahme diszipliniert durchhält, sondern die meisten, die kriegen halt eine Wampe dann im Laufe der Zeit. Und so ist auch die meisten Leute, dass die nicht so diszipliniert beim Sparen sind. Und das ist das, was meiner Meinung nach sehr für die Immobilie spricht. Ja, wobei ich dazu sagen muss, wenn ich jetzt die Wahl hätte, den Sie jetzt genannt haben, der hat offenbar eine Wohnung gekauft, wo er selbst drin lebt, oder? War das so? Ich habe das jetzt nicht... Konnte man jetzt nicht direkt daraus erschließen, aber es klang schon sehr danach, dass es halt eine selbstgenutzte Immobilie in Stuttgart ist, ja. Ja, da bin ich auch ein bisschen skeptisch, weil ich sage, die eingenutzte Immobilie, ja, wenn ich die vergleiche mit der vermieteten, das ist eher für mich Luxus. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte schon mehrere vermietete Immobilien und habe immer noch als Mieter gewohnt, lange Zeit. Irgendwann habe ich mir dann auch mal selbst eine Wohnung gekauft, auch dann ein Haus, ja. Aber das habe ich eher als Luxus angesehen, ja. Weil es ist natürlich so, wenn Sie selbst eine Immobilie besitzen, dann können Sie ja zum Beispiel die Zinsen
steuerlich nicht, nicht geltend machen. Ja, sie haben auch, sie können auch keine Abschreibung vornehmen. Ja, und deswegen ist natürlich wirtschaftlich gesehen die vermietete Immobilie immer irgendwo vorteilhafter, weil sie die, die Zinsen halt als Werbungskosten geltend machen können und weil sie dann die, die Abschreibung von 2% haben, was ja bei der selbstgenutzten Immobilie nicht der Fall ist. Also deswegen, wie gesagt, der Vorteil der Immobilie ist dieses Zwangssparprogramm tatsächlich. Ja. Deswegen ist zum Beispiel auch interessanterweise, man hat mal eine Untersuchung gemacht von der Deutschen Bundesbank, da kam raus, dass die Italiener zum Beispiel mehr Vermögen haben als die Deutschen. Ja. Und dann hat man sich gewundert, woran das liegt. Das liegt nur daran, die haben, glaube ich, eine Immobilienquote von, weiß nicht genau, 60-70%. Ja. In Deutschland ist sie irgendwo bei ein paar 40%. Ja. Und das ist der Grund, warum die Deutschen ein relativ geringes Vermögen haben, weil sie erstens relativ wenig in Aktien anlegen und dann auch die Immobilienquote sehr viel geringer ist als zum Beispiel in Spanien oder in Großbritannien oder in USA oder in Italien. Also Deutschland gehört das zu den Ländern mit der niedrigsten Immobilienquote. Und das führt dann dazu, dass, dass die Leute halt letztlich dann tatsächlich die, die Südländer oft vermögender sind als die Deutschen sogar, was man gar nicht denken sollte, weil sie diese höhere Immobilienquote haben mit der höheren Sparquote dazu. Ja, 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 ich kenne das auch, diese Untersuchung. Es war, glaube ich, sogar von der EZB, glaube ich, damals, eine Studie oder so. Aber da gab es auch einiges an Kritik, auch was die Bemessung und so von diesen ganzen Faktoren angeht und dass man halt Vermögen nicht, nicht nur jetzt am Immobilienvermögen bemessen kann, sondern eben auch am, am Lebensstandard und anderen Dingen. Aber ja, trotzdem muss man natürlich sagen, klar, also wer diszipliniert spart, ist immer im Vorteil und investiert. Und so einfach ist natürlich die Beantwortung dieser Frage auch nicht, weil gerade wenn man jetzt irgendwie das miteinander vergleicht, Aktienmarkt und Immobilien, hast du halt immer auch das, das Kursschwankungsrisiko zwischendurch. Und deswegen kannst du halt nicht sagen, dass irgendwie immer jetzt beispielsweise der Aktienmarkt irgendwie mehr rentieren wird, als es dich an Zinsen kosten wird bei der Immobilie. Ja, das ist nur, weil es irgendwie in den letzten 2, 3 oder sogar 2 bis 5 oder 6 Jahren der Fall war, heißt es ja noch lange nicht, dass es in den nächsten Jahren immer so weitergeht. Also es kann auch gut mal sein, dass die Aktienmärkte dann einfach mal 2 Jahre lang in Folge nur Verluste machen, ja. Und da schon sieht die Welt wieder ganz anders aus, ja. So Jahre wäre ja nicht so schlimm, aber wir haben ja auch schon in den 60er Jahren und so das mal gehabt, dass es mal 10 Jahre oder länger gibt. Ja. Ich habe immer das Negativbeispiel Japan, da will ich mich mit erschrecken, aber wenn jemand sagt, Aktien sind immer langfristig gut, dann sage ich, naja, in Japan war 1980 der Nikkei-Index bei 38.000. Ja, gucken Sie mal nach, weiß nicht, wie viel er heute ist. Ja. So, da war 38.000 der Nikkei, das war 1980. Ja. Jetzt haben wir 40 Jahre später, ja, und der liegt also weit darunter. Und, wenn Sie das jetzt noch inflationsbereinigt mal sehen würden, ja, dann müsste der ja heute nicht bei 38.000 liegen, um es gleich zu sagen, sondern unendlich viel höher. Ja. Also das heißt, die Leute, die damals in Japan eingestiegen sind zu dem Zeitpunkt, die haben das nie wieder aufgeholt. Ja. Das ist jetzt sicherlich ein Extrembeispiel, ja. Aber wir hatten auch sonst in der Geschichte schon Phasen, wo also der Aktienmarkt auch mal über 10 Jahre lang seitwärts oder negativ war. Und das geht in einer Zeit, wo praktisch diese Rücksetzer, ja, wenn der Rücksetzer nur immer, wie wir das in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, immer für 2 Jahre war und dann ging es wieder hoch, ja, dann ist es ja auch nicht schlimm. Dann sage ich, das sitze ich halt aus und das geht dann wieder hoch, ja. Aber es gibt jetzt halt auch keine Garantie dafür, dass das, was wir jetzt in den letzten, sagen wir mal, seit Ende der 80er Jahre hatten, dieses immer zurück und dann wieder noch höher, dass sich das ewig fortsetzt. Da gibt es keine Garantie dafür. Gut, also der Nikkei, der ist ja auch als normalerweise als Kursindex angegeben. Also da sind Dividenden quasi nicht wieder mit eingerechnet. Wenn man jetzt tatsächlich aber zum ungünstigsten Zeitpunkt nur gekauft hätte, würde man jetzt immer noch, einen Verlust haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Sparplan hätte oder dann auch in den folgenden Phasen nachgekauft hätte, dann würde es jetzt schon wieder anders aussehen. Aber natürlich generell, Sie sagen, 2 Jahre sind ja noch nicht mal lang, aber ich sage Ihnen eins, wenn wir mal 2 Jahre wirklich durch die Bank im Durchschnitt
jetzt negative Kursentwicklungen hätten, dann wäre die Stimmung ganz, ganz, ganz anders. Weil das haben sehr viele Anleger, selber ich auch noch nicht. Ich hatte nur 2011 mal wirklich ein schlechtes Börsenjahr. Aber abgesehen davon ging es eigentlich jedes Jahr immer nur bergauf im Durchschnitt. Und ich behaupte, wenn es mal 2 Jahre wirklich durch die Bank so ist, dass jetzt anfangen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel 2021, und jetzt als dann irgendwie das ganze Jahr 2022 und bis Anfang 2023 sich das Depot eines durchschnittlichen Zuschauers hier von uns um irgendwie 30-40% nach unten bewegt hat, ich glaube, dann wäre die Stimmung so dermaßen im Keller, dass viele schon wieder sagen würden, Aktien sind doch nicht das Wahre und sind doch nicht das Richtige und es ist alles zu spekulativ und so. Weil es halt eben nun mal so sein kann, dass es zwischendurch ordentlich kracht. Und ich glaube, da sind sozusagen 2 Jahre schon im aktuellen Zeitgeist ein wirklich langer Zeitraum. Aber Sie haben natürlich recht, es kann, nur weil es dann 2 Jahre runtergeht, heißt es nicht, dass es danach dann wieder steigt. Ja, wir haben jetzt hier habe da so einen guten Satz von, ich glaube, wie ist der, Peter Lynch oder so, der war ein erfolgreichster Fondsmanager von Fidelity. Ja. Der hat mal gesagt, über den lohnt sich nachzudenken. Der sagt, ja, stimmt, Aktien sind auf lange Zeit immer die beste Anlage, aber der Zeitpunkt, zu dem sie das oft hören, ist meistens der Zeitpunkt, wo es nicht stimmt. Ja. Also das fand ich ein sehr kluger Satz. Ja. Oder wo man selber nicht betroffen ist. Und umgekehrt ist es so, dass natürlich die Zeiten, wo jetzt die große Verzweiflung ist und die Aktienmärkte runtergehen, ja, das sind ja die Zeitpunkte, wo es logischerweise am besten ist, einzusteigen. Also zum Beispiel 1999, da sind halt alle damals auf dem Aktienzug aufgesprungen und dann, da waren also, ich glaube, die Mittelzuflüsse zu den Investmentfonds, die waren zum Teil bei 100 Milliarden im Jahr und dann 2002, da waren die nur noch bei 3 Milliarden praktisch. Ja. Warum? Weil es da dann 2000, 2001, 2002 stark runterging. Und das wäre natürlich genau der richtige Zeitpunkt gewesen, zu kaufen. Ja? Und das ist aber so, die Mehrheit der Leute, die handelt halt nicht antizyklisch, sonst wäre auch Widerspruch in sich, dann wäre es ja schon wieder prozyklisch, ja? Sondern die Mehrheit ist immer so, dass sie mit dem Strom schwimmt und da gebe ich Ihnen recht. Also ich befürchte auch, dass viele, die jetzt das nur abstrakt wissen, aber selbst nicht erlebt haben, wenn es dann mal 2 Jahre runtergeht im Aktienmarkt, dass die also dann nicht die Gelegenheit nutzen werden, um einzusteigen, sondern das sind dann die Freunde, die erzählen dann irgendwo, ach, Aktien, scheiße, so, das habe ich auch mal probiert, aber das ist alles nur scheiß Kapitalismus. Genau, ja. Ah, übrigens hier, gute Nachricht, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, ja, der Nikkei, der steht aktuell tatsächlich jetzt wieder über dem 1991-Stand nach 30 Jahren, ja, also Man muss nur lange genug durchhalten. Wo steht er jetzt aktuell? 29.388, aber... Ja, aber 1980 stand er bei 38.000. Ach wirklich, ja? Gut, okay, ja. Na gut. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe jetzt zwar Nikkei Performance Index eingegeben, ich weiß ja nicht, ob das Google jetzt korrekt getrackt hat, aber egal, muss ich nochmal im Nachgang schauen. Jetzt gibt es zwei lustige Fragen für zwischendurch zum Auffrischen, und zwar 2 persönliche Fragen. Und zwar, einer hat irgendeine Fernsehshow von Ihnen gesehen und da wollte er unbedingt wissen, weil Sie da irgendwas erzählt haben, dass Sie eine 20-jährige Freundin haben, und er wollte unbedingt mehr wissen über diese junge Freundin, ja, wer das ist. Und dann wollte noch eine andere Zuschauerin wissen, wie Sie es geschafft haben, so Selbstbewusstsein zu werden, oder wie haben Sie Selbstbewusstsein aufgebaut? Also die erste Frage, ich meine, Sie haben ja auch schon Freundinnen von mir kennengelernt, Herr Barkon, können Sie das bestätigen? Also klar. Die Jan, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Ja. Die sind immer zwischen 20 und 30, ja. Das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten nicht geändert, ja. Im Moment ist es allerdings so, dass ich mehrere Freundinnen habe, die in dem Alter sind und nicht eine. Ja. Diversifikation. Die aber alle voneinander wissen, also ist alles ehrlich. Ja. Ja. Und die studieren alle. Ja. Und
Ja, also wie gesagt, da kann ich jetzt über jede Einzelne was zu erzählen, außer dass die haben drei Gemeinsamkeiten. Die sind sehr hübsch, die sind intelligent, studieren und sind sehr zuverlässig, weil wenn jemand nicht sehr zuverlässig ist, kann die Person auch nicht mit mir zusammen sein. Ja? Okay. Und mit dem Selbstbewusstsein, die Frage, ja, das haben mir schon viele Leute gesagt, ja, dass sie das also so empfinden. Ich glaube das auch von mir selbst. Woran liegt das? Ja, ich hatte das Glück, dass ich schon einen Vater hatte, der hatte mir immer erzählt, dass ich intelligenter als die anderen alle seien. Und das habe ich auch geglaubt. Das war vielleicht mein großes Glück. Und habe dann auch später einfach die Bestätigung bekommen. Und da will ich aber was sagen. Es gibt jetzt Menschen, die sagen so, das Selbstbewusstsein, das braucht keine Beweise, das muss irgendwie so, ich finde mich halt ganz toll. Ja? Und da bin ich anderer Meinung. Ja? Ich sage mal, das Selbstbewusstsein, nehmen Sie mal an, das ist wie eine Tischplatte und dann braucht die Tischplatte Beine. Ja, ja, verstehe. In der Luft stehen. Und die Beine sind die Belege, die Sie dafür finden. Ja? Also ich glaube, natürlich gibt es Menschen, die können sich jetzt irgendwie, ja, die stellen sich vor den Spiegel und sagen, es ist autosuggestiv, ich bin toll, ich bin der Größte, ich bin erfolgreich. Ja? Wenn die dann, sagen wir mal, auf ihr Konto gucken, das ist ein Minus, auf ihren Bauch gucken, der ist so dick, dass sie die Füße praktisch nicht mehr sehen. Ja? Und irgendwo, ja, dann ist es, da können sie sich das einreden, so oft sie wollen. Ja? Da fehlen einfach die Belege. Ja? Und bei mir ist so, dass ich natürlich in meinem Leben dann oft Bestätigungen auch bekommen habe. Zum Beispiel, wo ich also studiert habe, war ja mein Abschluss mit 1,0. Ich habe dann auch promoviert mit Summa Cum Laude, was also besser als 1 ist. Und mein Doktorvater war ein sehr international bekannter Professor und der hatte im Gutachten geschrieben, Zittelmann ist der mit Abstand begabteste Student, den ich in über 20 Jahren Lehrtätigkeit hatte. Ja, das heißt, ich habe das jetzt nicht nur von meinem Vater gehört, sondern auch von anderen Leuten. Und das trägt natürlich dazu bei, dass sie dann auch Selbstbewusstsein haben. Und das Selbstbewusstsein wiederum, das ist dann auch wichtig, da kommen wir zur Verbindung von beiden Fragen mit dem Thema Frauen. Klar, heute sagen die Leute, der Zittelmann ist reich, da ist auch keine Kunst, eine hübsche Freundin zu haben. Und stimmt, das ist natürlich auch ein Faktor. Aber ich muss dazu sagen, wo ich jung war, überhaupt null Kohle, ja, da war ich auch dafür bekannt, dass ich die hübschsten Mädchen in der Stadt hatte. Und da haben sich die Männer gewundert, weil die haben gesagt, na, der kann ja gar nicht am Geld liegen, ja? Nee, Geld habe ich gar nichts gehabt. Dann haben sie gesagt, gut, der sieht jetzt normal aus, aber ist jetzt auch nicht irgendwo der Schönste, wo man sagen muss, deswegen hat er halt auch die besten Frauen. Nee, und dann haben die das immer gefragt und die haben mal so eine Freundin von mir gefragt, warum, wie macht das der Rainer, warum hat er immer so die hübschsten Mädchen so wie dich? Und da hat sie gesagt, weil er sich das zutraut. Okay. Das war die Antwort, weil er sich das zutraut. Ja? Das heißt, hat auch was einfach mit dem Selbstbewusstsein dann am Schluss zu tun. Es gibt ja manche Männer, die jetzt schon eine Frau, wenn sie extrem toll aussieht, gar nicht ansprechen, weil sie sagen, naja, die kann ich sowieso nicht kriegen. Die ist für andere, aber für mich nicht. Und ich war immer umgekehrt der Meinung. Ich war immer der Meinung, das ist jetzt genau die ich ansprechen muss. Ja. Ja, jetzt gehen wir schon langsam in die Pickup-Artist-Szene hier rein. Aber ja, spannende Sache. Ich muss auch sagen, als junger Mann hatte ich auch wirklich sehr viel Probleme in dem Bereich, weil also die Freundinnen immer mit mir Schluss gemacht haben damals. Und es war immer aus demselben Grund sozusagen. Und ich kann wirklich sagen, dass das Selbstbewusstsein einer der größten Faktoren dabei spielt. Ist auch generell so die Art, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau einen irgendwie blöd anspricht wegen irgendwas oder kritisiert oder so, dann war es früher dann zum Beispiel immer meine Art, mich dann irgendwie zurechtzufertigen oder irgendwie zu versuchen, zu beschwichtigen oder zu sagen so, ja, du hast ja recht, ich muss mich da ändern in der Beziehung und so, ja. Und ich habe das halt nach und nach gemerkt, dass es komplett die falsche Art ist, zu leben als Mann, sondern dass man einfach selbstbewusst sein muss, für seine Prinzipien auch gerade stehen muss. Und komischerweise, seitdem ich das halt gemacht habe, war das halt nie wieder so, ja. Und ich glaube, also ich kann Ihnen da einfach nur beipflichten, ja, dass ein gutes Selbstbewusstsein hier enorm wichtig ist, ja.
Und zwar nicht nur in dem Bereich, ich habe mein ganzes Leben. Ja? Ich stelle immer die These auf, dass wie viel Vermögen du hast, wie viel du verdienen wirst, wie erfolgreich du in verschiedenen Bereichen bist, dass es im direkt proportionalen Zusammenhang steht zu deinem Selbstbewusstsein. Ja? Und das ist natürlich dann auch so ein sich selbst verstärkender Faktor, ja? Dass wenn sie dann erfolgreich sind, dann steigt auch ihr Selbstbewusstsein dann wieder. Ja? Also ich habe ja das eine Buch vielleicht nochmal zur Empfehlung, Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Da sind da lauter Zitate drin. Da ist auch ein Kapitel, das ich mit dem Thema beschäftigt, weil ich der Meinung bin, Selbstbewusstsein ist jetzt nicht was angeboren ist. Und auch wenn jemand nicht so das Glück hatte, so einen Vater zu haben wie ich, sondern vielleicht eher Eltern, die das Selbstbewusstsein gebrochen haben, dann heißt es nicht, dass du das nicht weiterentwickeln kannst. Nur sage ich auch mal ganz wichtig, jetzt auch an die Frau da gerichtet, die das gefragt hat, wer in der Partnerschaft ist zum Beispiel, wo man einen Partner hat, der einem immer runtermacht und das Selbstbewusstsein raubt. Das gibt es leider oft, kenne ich auch von manchen Frauen, die haben Beziehungen zu Männern, die ihnen immer irgendwo ihr Selbstbewusstsein rauben. Ja? So eine Beziehung würde ich sofort beenden, ja? Weil das ist Gift. Ja? Das, also sie sollten, wenn sie Leute in ihrem Umfeld haben, die sie konstruktiv und nett und berechtigt kritisieren, okay, aber wenn sie Menschen haben, die in ihr Selbstbewusstsein permanent rauben, dann sage ich, brech ab die Beziehung mit solchen Menschen, weil das ist Gift. Das ist ja genau, wie wenn du dich permanent mit Leuten umgeben würdest, freiwillig die Corona haben und dich anniesen. Ne? Das wird ja auch kein normaler Mensch machen. Da wird man auch sagen, die meine ich jetzt. Ja. Und Menschen, die in ihr Selbstbewusstsein rauben, die sind mindestens so gefährlich wie Menschen, die sich jetzt die Corona haben und sich ständig anniesen. Ja. Okay, wunderbar. Interessante Antworten. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den unternehmerischen Bereich. Da gibt es auch zwei spannende Fragen. Und zwar die erste Frage, die kommt von Nico auf Facebook. Der sagt, der hat ein Kleinunternehmen und er möchte gern wissen, wie findet er gute Angestellte? Also worauf muss er bei der Auswahl von Personal und so weiter besonders achten? Sie hatten ja auch damals eine eigene Firma, Herr Zitelmann. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, worauf haben Sie dann so bei Ihren Angestellten geachtet und haben Sie vielleicht ein paar Tipps für den Nico? Also erstmal bin ich der Meinung, dass viele Leute zu leichtfertig sind, wie sie ihre Angestellten aussuchen. Ja? Die machen dann irgendwo ein, zwei Bewerbungsgespräche und wenn der dann einen netten Eindruck macht und so, dann stellen sie den ein. Ja? Ich habe das also ganz anders gemacht. Ja? Ich habe also damals, mussten die Leute ganz lange Aufnahmetests bei uns machen. Einen Test und dann sogar 4 Wochen lang weitere Tests und dann noch eine mündliche Prüfung und. Okay. Das war also, sagen wir, ja, weil ich wollte ja die besten Leute haben, ja, und da sind fast alle sind durchgefallen dabei. Das, bevor ich überhaupt mit einem gesprochen habe, musste der erst einen bestimmten Test absolvieren. Und wenn er bei dem Test durchgefallen ist, dann habe ich den gar nicht zu sehen bekommen. Und dann musste die Person sich einarbeiten in Themen und hat dann eine mündliche Prüfung nochmal gemacht. Okay. Einfach mit so inhaltlichen Fragen, die wichtig waren für die Position dann? Oder was wurde da genau abgefragt? Das hängt jetzt natürlich immer, ich weiß nicht, was der für eine Firma hat. Das hängt jetzt natürlich von der Firma ab, welche Eigenschaften werden dafür gebraucht. Bei uns zum Beispiel, das war ja ein PR-Unternehmen, da war zum Beispiel eine Fähigkeit wichtig, ob jemand vernünftig sich schriftlich ausdrücken kann, was die wenigsten Menschen können. Ja? Deswegen war das erste sogenannte Schreibtest, der hat konkret so einen Text von 40 Seiten bekommen über ein rechtliches Thema, musste den auf 2 Seiten verständlich zusammenfassen. Ja? Und dabei sind die meisten schon durchgefallen, weil sie gar nicht den Text verstanden haben oder weil sie halt nicht vernünftig schreiben konnten. Und wenn er dann durchgekommen ist bei dem Test, den bestanden hat, dann musste er sich in ein für ihn fremdes Thema einarbeiten. Das war zum Beispiel so ein Thema wie offene Immobilienfonds oder geschlossene Immobilienfonds. Wie funktionieren die steuerlich, wie funktionieren die rechtlich und so weiter. Musste sich da 4 Wochen einarbeiten und danach eine mündliche Prüfung absolvieren, wo er beweisen musste, ob er das verstanden hat. Und die habe ich durchgeführt, zusammen mit 2 Kollegen. Und da gab es da Noten wie in der Schule von 1 bis 6 und die wurden auch alle vergeben. Und wenn einer nicht mindestens mit 2 bestanden hat, die Prüfung, dann ist er da auch durchgefallen und wurde halt nicht eingestellt. Ja? So, das kann man natürlich, muss ich dazu sagen,
nicht in jeder Arbeitsmarktsituation machen. Das war damals für mich ganz gut. Ich habe die Firma im Jahr 2000 gegründet. Da war es also nicht so einfach am Arbeitsmarkt einen Job zu bekommen. Ja? Und da konnte man sich das leisten. Ja? In einer anderen Situation, sagen wir mal, ist es schon schwieriger. Trotzdem bleibe ich dabei, dass man also die Leute wirklich sehr genau auswählen sollte. Und wenn man dann feststellt, dass die Leute halt nicht die Intelligenz mitbringen oder die Performance, die man denkt, lieber auch dann trennen von den Leuten. Ja, ich habe zum Beispiel heute zwei Assistentinnen. Mit der einen arbeite ich, glaube ich, seit 13 Jahren, mit der anderen seit auch seit über 10 Jahren zusammen. Ja. Aber davor habe ich Dutzende, die entweder nicht mit mir zurechtgekommen sind, weil ich ein schwieriger Chef bin, oder die ich dann entlassen habe, weil sie halt irgendwo zu dusselig waren. Ja. Und das, ich habe das auch mal gelesen in einem Buch über Otto, den Unternehmer, der hat gesagt, der hatte, glaube ich, irgendwo 20 Marketing-Chefs, die meisten sind nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr entlassen worden, bis er dann den einen hatte, der dann 20 Jahre lang geblieben ist. Also ich will damit einfach sagen, die Frage ist sehr gut, weil die Qualität, gucken Sie mal, die Qualität von den meisten Unternehmen hängt doch von der Qualität der Mitarbeiter ab. Ja? Sie haben ja in der Regel keine besseren Maschinen oder keine besseren Patente, sondern das meiste sind ja Dienstleistungsunternehmen. Und da hängt die ganze Qualität des Unternehmens von der Qualität der Mitarbeiter ab. Und wenn es dann so ist, was bei manchen Dienstleistungsunternehmen der Fall ist, dass er Spitzenchef ist, der ist toll, der kann sich gut ausdrücken, der kann gut akquirieren und darunter sind lauter irgendwo Versager dann und Nieten, ja? dann wird diese Firma keinen Erfolg haben auf die Dauer. Und ich habe immer geguckt, dass ich auch Leute einstelle, die also durchaus auch viele Sachen besser können, als ich selbst kann. Und ich kann also nur sagen, gut sich mit dem Thema zu beschäftigen und so wählerisch sein, wie es geht. Und es muss auch so sein, dass ich tatsächlich, ich habe manche Bewerbungsgespräche beobachtet in anderen Firmen, da ist es so, als ob sich die Firma bewirbt bei dem Mitarbeiter, ja, statt dass der Mitarbeiter bei der Firma und die dann irgendwo Reklame machen, oh, bei uns gibt es eine tolle Work-Life-Balance und, ja. Ich habe das Gegenteil gesagt. Ich habe zum Beispiel den Mitarbeitern gesagt, Work-Life-Balance gibt es bei uns nicht, ja. Bei uns gibt es nur Arbeit. Ja. Warum? Das erstens hat es zum großen Teil auch gestimmt, ja, aber es war auch so, dass, sagen wir mal, es war jetzt schon ein bisschen übertrieben. Es gab schon auch am Wochenende, wo man dann nichts zu arbeiten hatte, aber sonst in der Woche war wirklich überwiegend Arbeit, weil ich wollte ja die Faulen, die wollte ich ja, dass ich die abschrecke. Ja? Also ich habe das Bewerbungsgespräch bewusst so geführt, dass einer, der faul ist, dass ich den abschrecke. Und dann habe ich noch was gehabt, das ist auch sicherlich für jede Firma ein gutes Rezept, aber manchmal ist es auch gut. Ich habe anders als die meisten anders das gucken. Also ich habe nicht auf Arbeitszeugnisse geguckt. Die habe ich gar nicht gelesen, weil ich prinzipiell weiß, dass die sowieso alle gelogen sind. Ja, also das hat mich interessiert. Die habe ich gar nicht gelesen, weil das ist alles Schwachsinn, was in so einem Arbeitszeugnis steht. Ja. Ich habe auch weniger stark auf die Noten in der Uni geschaut, weil es gibt halt viele Fächer, da hat jeder praktisch eine Eins oder so. Ja, das sagt ja auch nichts. Ich habe aber auf die Schulnoten geschaut und zwar speziell auf zwei Fächer. Mathe und Deutsch. Ja. Deutsch deswegen, weil bei uns halt das Schreiben wichtig war, weil ich der Meinung war, einer, der jetzt in Deutsch immer eine 3 oder eine 4 gehabt hat, also der hat damals schon nicht schreiben gekonnt und der wird es auch dann nicht mehr lernen, voraussichtlich. Und auf die Mathe-Note habe ich geschaut, weil ich der Meinung bin, jemand, der also in Mathe immer eine 4 oder eine 5 hatte, sind oft Leute, die haben ein bisschen Probleme mit dem logischen Denken. Da gibt es sicherlich Ausnahme von der Regel. Also ja, ich auch. Das gebe ich zu. Ich hoffe, dass jetzt nicht alle beleidigt sind, die Mathe und Deutsch eine schlechte Note hatten in der Schule. Aber ich sage mal ganz ehrlich, ich habe damals reingeschrieben, also schon die Bewertung, dass eigentlich nur Leute, die ein 1er-Abi haben, sich bei uns bewerben können. Weil klar, es gibt jetzt auch, wenn jetzt einer zum Beispiel ein schlechtes Abi hatte, klar, das können auch Top-Leute sein, ja. Aber sagen wir, das muss dann Grund haben. Wenn mir zum Beispiel einer erklärt hat, er war jetzt Leistungssportler und deswegen hat er ein schlechtes Abi und hat, dann, klar, verstehe ich das, akzeptiere ich das, ja. Aber da muss er einen Grund haben. Ansonsten, wenn einer immer schlechte Noten hatte in der Schule,
dann sind ja zwei denkbare Gründe. Erstens Faulheit und zweitens Dummheit. Und ich habe gesagt, faul und dumme brauche ich bei mir nicht in der Firma. Und er muss mir dann erklären, warum es also bei ihm nicht Faulheit oder Dummheit war, sondern was anderes. Und zum Beispiel der beste Mitarbeiter, dem ich auch die Firma verkauft habe später, ja, der war zum Beispiel typisch, der war Leistungssportler. Ich habe also bevorzugt auch gerne Leistungssportler eingestellt, weil ich der Meinung bin, Leistungssportler, die sind selten Phlegmatiker, sondern das sind meistens diszipliniert und halt auch leistungsbewusste Menschen. Der war bei Bayer Uerdingen, hat er auch also profimäßig Fußball gespielt. Sein Abi war hat er mit 1,3 gemacht und hat Philosophie und Chemie studiert, was ich auch ganz gut fand, dass eine Naturwissenschaft dabei war. Also das war so mein Idealtypus, den ich eingestellt habe. Aber das hier ist natürlich auch bei jeder Firma anders. Eine andere Firma, die braucht jetzt ganz andere Qualifikationen. Da sind diese Merkmale, die ich jetzt gesagt habe, vielleicht egal. Aber Sie müssen sich halt überlegen, welche Merkmale, was braucht man wirklich in Ihrer Firma und müssen dann die Leute wirklich auch danach aussieben, dass sie auch das mitbringen. So, ja? Ja, also oder zumindest halt schon mal nicht im ersten Gespräch gleich zusagen. Das kann ich auch bestätigen, sondern immer halt auch mit mehreren einfach sprechen für ein Projekt oder für eine Sache, weil in seltensten Fällen klappt es immer halt gleich auf Anhieb oder ist es immer gleich das erste Gespräch, was irgendwie ausschlaggebend ist, ja, sondern dann braucht man irgendwie erstmal wieder Zeit zum Nachdenken und dann kann man irgendwie mal auch testen, was, also das ist auch eine Sache, die jetzt ich habe jetzt keine Angestellten, sondern ich arbeite eigentlich nur mit Freelancern zusammen, weil es für mein Modell vollkommen ausreicht. Aber was ich halt immer mache, wenn ich auch so Kooperationen und so weiter eingehe, das ist ja im Idealfall, so wie Sie jetzt mit Ihrem Mitarbeiter, an den Sie ja damals die Firma verkauft haben, im Idealfall arbeitet man ja mit einer Firma oder mit einem Kooperationspartner über Jahre hinweg positiv und produktiv für beide zusammen, weil das hat den Vorteil, irgendwann habe ich festgestellt, dass es einfach dann läuft, man hat keine Vertrauensprobleme mehr, es gibt immer weniger irgendwie Abstimmungsbedarf für gewisse Sachen und das ist ja der Idealfall und so kann man auch immer versuchen, erstmal im kleinen Rahmen irgendwie das zu testen und einfach genau solche Sachen, wie Sie gesagt haben, Verlässlichkeit oder irgendwie halt passt man zusammen, stimmt die Chemie, sind da die Kompetenzen wirklich, wirklich da? Das kann man ja im Kleinen auch heutzutage ziemlich leicht testen und herausfinden. Und wenn man dann sagt, okay, das hat gut geklappt, dann geht man zum nächsten Schritt und dann irgendwann. Aber wenn man schon merkt, schon beim ersten Test irgendwie funktioniert es nicht, dann sollte man es auch gar nicht erst weitermachen, sondern einfach zum nächsten übergehen, ja. Und nicht irgendwie versuchen, mit der Brechstange das noch irgendwie hinzubiegen, ja, das ist genau wie bei Aktien, ja. Okay, und die andere Frage zum Thema Unternehmertum war von einem anderen, der hat schon, wie ich es verstanden habe, mehrere Unternehmen tatsächlich und investiert auch in Aktien und so und überlegt sich jetzt, ob er eine Holding machen soll, quasi da drüber. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt dazu was sagen können. Ich kenne mich mit Holding-Unternehmen überhaupt nicht aus, aber vielleicht können Sie ja das was dazu sagen. Nein, da müsste man wissen, was jetzt der Grund ist, warum man die Holding drüber macht. Ob das jetzt steuerliche Gründe sind oder... Ja, ich glaube schon. Ja, also da würde ich ihm dann doch lieber empfehlen, dass er da mit einem guten Steuerberater drüber spricht, als mit mir, weil ich habe damals auch keine Holding gehabt. Also tut mir leid, da glaube ich, kann ich nichts Sinnvolles zu beitragen. Ja, ist doch wunderbar. Okay, ja, dann haben wir auch schon eine Stunde schon wieder fast durch. Jetzt gehen wir zurück, haben wir... angefangen mit ein bisschen so politischen Thema und kommen wieder auch zurück. Und zwar haben jetzt sogar mehrere Leute, tatsächlich hat einer auch genau diesen Aspekt, von über den wir am Anfang gesprochen haben, auch hier bei Facebook angemerkt, dass er das halt sehr kritisch sieht mit diesen Gewaltfantasien. Und jetzt gab es auch viele Leute, gerade jetzt in den letzten Wochen schon, die auch mir immer wieder diese Frage gestellt haben und jetzt auch an Sie, wie persönlich würden Sie umgehen mit jetzt zum Beispiel einer rot-rot-grünen Bundesregierung und wie rot müsste sozusagen Deutschland werden, dass Sie irgendwann vielleicht sagen, so, mir reicht's jetzt, ich wandere jetzt aus? Also ich gebe zu, dass ich mir das dann schon, wie die meisten vermögenden Leute, ernsthaft überlegen würde. Ja. Ich lebe an sich gerne in Deutschland. Ja.
Aber ich habe mir das auch schon öfters überlegt und habe mir dann auch schon überlegt, wo ich dann hinziehen würde. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass ich dann tatsächlich sagen würde, dass ich dann rausgehe, weil manche unterschätzen das, aber man sieht es jetzt in Berlin, was tatsächlich Rot-Rot-Grün heißt. Ja, ich bin auch mit der jetzigen Regierung überhaupt nicht zufrieden und gar nicht einverstanden. Aber wenn man denkt, das kann nicht mehr schlimmer werden, dann muss man nur mal in Berlin anschauen, was da ist, wo also praktisch der Rechtsstaat in Teilen gar nicht mehr existiert, wo man dann eingreift in elementarrechtliche Dinge und so weiter. Das wäre dann schon so, dass ich mir dann tatsächlich überlegen würde, ob ich nicht vielleicht nach, ja, muss man überlegen, nach Großbritannien, ja, oder wo auch immer. Ich hatte früher mal zeitlang überlegt in die USA. Ich bin ja nicht so ganz entschieden, wo ich dann hingehen würde, ob das jetzt London wäre oder New York oder so, aber das würde ich mir dann schon überlegen, ja. Okay. Und was müsste denn passieren, dass es so weit kommt? Also gibt es da irgendwie so eine rote Linie im wahrsten Sinne des Wortes, die überschritten werden muss? Oder sagen Sie, wissen Sie jetzt noch nicht Sagen wir genau? es so, man redet sich natürlich immer die Sachen schön, weil man dann doch bequem ist. Ich meine, ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine Freundin, ich habe Ja. hier mein Umfeld und alles, ja. Und ich habe jetzt nicht die geringste Lust, einen großen Umzug irgendwie zu organisieren in ganz neu. Also habe ich definitiv keine Lust. Und dann neigt man zu, sich das so schön zu reden und zu sagen, naja, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und am Schluss wird es ja doch nicht so schlimm. Da kann man sich leicht selbst auch betrügen dabei. Aber ich hoffe, dass ich die Stärke habe, wenn tatsächlich Rot-Rot-Grün hier an die Macht käme, dann zu sagen, okay, jetzt beginne ich mit den Umzugsvorbereitungen. Ja? Okay. Also ich hoffe, dass ich die Kraft dann tatsächlich hätte und nicht wieder mir das irgendwo schönrede. Und im Moment sieht es ja in den Umfragen zum Glück nicht so aus. Ja? Aber heute ist die Zeit sehr schnelllebig. Man kann sich schnell was ändern. Also es ist rechnerisch so, dass SPD, Linke und Grüne, die müssten zusammen ungefähr 48% der Stimmen haben. Und das würde dann auch eine Mehrheit der Bundestagsmandate bedeuten. Und nach den letzten Umfragen, da sind es, glaube ich, so 41, 42%. Also das ist zum Glück noch ein Stück weit weg. Ja, aber wir wissen nicht, wie es passiert. Vielleicht kommt wieder ein ganz heißer Sommer und dann sagen die Leute, ich muss grün wählen wegen dem Klimawandel, ja. Oder vielleicht die SPD macht ja im Moment so eine Politik, wo sich selbst als Opposition gegen die Corona-Politik darstellt, obwohl sie selbst auch regiert, ja. Wenn es darum Leute gibt, die da drauf reinfallen, ja, dann kann man nichts ausschließen, so, ja. Okay. Ja, okay, spannend, ja. Also ich muss auch sagen, natürlich der Umzug und so, das ist alles stressig, vor allem wenn man irgendwie noch Kinder hat und so oder die halt in eine neue Schule gehen müssen und Umzüge und so. Aber ich muss auch sagen, diese Auswanderung nach Mallorca hat mir insofern sehr gut getan, weil das war wie so eine Art Beta-Test, kann ich sagen, wo ich weiß, ja, es funktioniert recht schnell. Wenn man es einmal anpackt, so ein Kraftakt, und dann sagt, okay, egal was jetzt passiert und egal wie viele Wochen das jetzt dauert, jetzt wird es halt stressig, da gehe ich jetzt durch. Und jetzt weiß ich aber, dass es möglich ist und sollte ich halt merken, dass ich hier im Alltag einfach immer mehr eingeschränkt werde in der Art und Weise, wie ich mein Unternehmen führen will und wie ich investiere und so, dann weiß ich mir jetzt, okay, ich habe zwar dann auch wieder, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel in Spanien eine Firma hat, du kannst sie ja nicht einfach auflösen oder nahtlos irgendwie nach Monaco übertragen oder so, wirst du ja natürlich trotzdem erstmal besteuert und so. Das muss man sich immer alles bewusst machen, auch bei Auswanderung. Aber ich weiß, es ist möglich und wenn man es einmal gemacht hat, kann man es auch noch ein zweites oder ein drittes Mal machen. Und insofern, ich glaube, so ein Ja, also Kraftakt. Ja. das bewundere ich, dass Sie das gemacht haben. Da haben Sie also was voraus. Und meine, obwohl es für mich ja eigentlich einfacher wäre, Sie sagen es ja eben, ja, ich habe keine Kinder, auch keine Kinder, die schulpflichtig sind oder so, ja. Ich habe nicht irgendeine Frau oder feste Partnerin, auf die ich jetzt Rücksicht nehmen müsste, ja. Ich muss auch nicht arbeiten mehr, sodass auch keine. Ja. Ich schätze auch nicht, dass ich da irgendwo eine Möglichkeit habe, dann da Geld zu verdienen oder so, weil ich gut von dem leben kann, was ich habe. Also eigentlich sind bei mir alle Voraussetzungen
zum Auswandern idealerweise gegeben. Insofern ist es tatsächlich, ich bin sonst kein so ein bequemer, ein fauler Mensch, aber in der Beziehung dann vielleicht doch. Ja. Ja. Wie gesagt, öfters mit dem Gedanken gespielt und ich habe viele gute Freunde in London oder auch in den USA. Ja. Hat mir schon überlegt, Schweiz, da stört mich nur dieser Akzent irgendwo, das wird mich da nerven, wie die so sprechen. Ja. 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 Singapur habe ich mir auch schon mal überlegt, ja, aber da ist man doch ein bisschen vielleicht weit ab vom Schuss. Ja. Ja. Und man hängt ja auch so ein bisschen auch an vielen deutschen, sage ich jetzt mal, Traditionen. Oder es gibt ja auch in Berlin viele Sachen, keine Ahnung, ja, die man irgendwie mag oder schätzt. Und das ist ja auch nicht so einfach dann in dem Fall, weil man jetzt irgendwie sagt, es wäre doch, also ich zum Beispiel, ich bin ja auch nicht nach Mallorca ausgewandert, weil mir irgendwie die Regulierung in Deutschland nicht mehr gepasst hat oder so, sondern vor allem wegen des Wetters und dem Lebensstil hier auf Mallorca, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich wandere jetzt aus politischen Gründen, dann ist das ja immer so ein Zwiespalt, weil man sagt sich ja, eigentlich gefällt es mir doch hier, eigentlich mag ich doch dieses Land oder meinen Wohnort und es kann doch auch vielleicht wieder vorbeigehen, diese schlechte Phase, ja. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass das keine leichte Entscheidung ist, ja. Naja. Ja, Herr Bakon. Okay. Ich weiß, ob noch viele Fragen sind. Ansonsten können wir gerne das, wenn es auch von den Zuhörern so gewünscht wird, öfters fortsetzen. Ich muss jetzt mal. Okay, dann machen wir jetzt noch zum Schluss so ein paar ganz kurze. Und zwar, was ist mit dem Filmprojekt für den Kapitalismus geworden? Leider niemanden gefunden bisher dafür, aber immer noch im Hinterkopf. Was kann man tun, um Schwarz-Gelb mehr auf Bundesebene zu pushen? Schwarz-Gelb zu pushen? Nicht Schwarz-Gelb, sondern Schwarz-Gelb, also CDU, FDP. Schwarz-Gelb zu pushen. Ich habe schon gedacht, ich höre nicht richtig. Da könnte ich nämlich nichts zu sagen. Ja. Schwarz-Gelb, naja, die FDP, der ich ja seit 26 Jahren angehöre, muss viel mutiger und frecher werden, so wie wir beide. Ja. Dann da gibt es auch ein Wählerreservoir, aber das sehe ich im Moment leider nicht so. Ja, wie sinnvoll finden Sie REITs, also REITs-Unternehmen, diese Immobilienaktiengesellschaften? Ist uns Witterstellung zwischen Aktien und Immobilien. Ich selbst habe irgendwo aus Tradition, ja, ich glaube für 500.000 oder so habe ich auch REITs, ja. Ist an sich eine sinnvolle Sache, wenn man im Ausland investieren will, aber ich bevorzuge heute dann eher, ich bin für die USA dann eher als im REIT, bin ich in so einem Private REIT drin, der ist also nicht börsennotiert, das ist ein institutioneller Fonds, der hat die steuerlichen Vorteile vom REIT, ist aber nicht börsennotiert. Ja. Okay, das war's mit allen Fragen für heute, dann vielen Dank und viel Spaß beim Akzent, das fragen wir dann nächstes Mal hier ab. Ja, genau. Machen wir Danke. Auf Englisch dann. Ja, okay. Ich habe heute was ganz Lustiges bekommen. Habe ich ihn auch geschickt, können Sie mal dazustellen. Okay. Ein Werbevideo in Vietnam für mein Buch Setz dir größere Ziele. Und da spreche ich den Eingangssatz und den Schlusssatz in Vietnamesisch, was ich an sich nicht kann. Ja? Der Rest ist in Englisch, kann man also verstehen. Ich schicke Ihnen das gerade mal auf WhatsApp. Wer was zum Lachen haben will, Sie werden sich kaputt lachen, der kann sich das Video. Ist sonst in Englisch, aber der erste und letzte Satz sind in Vietnamesisch. Okay, sehr gut. Machen wir, teilen wir hier unten. Okay, tschüss, bis nächste Mal. Tschüss.